Kein Problem. Und wenn man es um eins erhöhen muss, müssen die Ecken ausgefüllt werden. Und dann muss halt das mit den losen Ecken oben drauf. So. 16. So funktioniert das. Gut. Und dann müssen halt irgendwo noch die Values rein und der ME-Controller, der Controller kommt hier oben drauf. Okay. Gut, dann brauchen wir ja wahrscheinlich noch, wenn ich mich verzählt habe, 20 von den Dynamic Tanks. Ne, ich wollte mir sowieso, wollen wir uns nicht gleich so einen Tank machen, einen Dynamic Tank, wo wir das Ganze reinpumpen? Können wir machen. Wir werden davon eh noch irgendwann genug brauchen, oder? Also 12 habe ich davon noch über. Ja, weil ich würde sagen, wir nehmen doch die Erzverarbeitung von Mechanismen als Hauptverarbeitung, oder? Ja. Kriegt man das meiste dabei raus. Ja, Leute, bevor ihr jetzt rumschreit, Quacktech wird auch noch kommen. Bloß wir wollen jetzt halt erstmal über Mechanismen gehen, dass wir eine Grundbasis haben. Und wir stehen momentan so auf Quacktech. Mechanismen. Ja. Also wenn ich das jetzt richtig versteht habe, jetzt kommt hier nochmal so ein Ring drauf. Ja. Gut. Exakt. Sehr schön. Weißt du, was wir jetzt erstmal machen dürfen? Solarpanels? Nö, Kupfer. Wir haben schon nicht mehr. Obwohl, haben wir viel? Ja, wir haben viel. Ja, danke mal an Street. Haben wir uns da ein bisschen ausgetauscht, der hat kein Eisen mehr, wir hatten kein Kupfer mehr, haben wir 10-10 gemacht. Jetzt weiß ich, wo das Eisen hin ist. Da warst du doch sogar noch dabei. Hab nicht zugehört, das weißt du doch. Ah ja, stimmt ja, du warst ja bei NFK. Oh ja. Man, entschuldige mal kurz, dass ich was trinke, es ist spät am Abend und ich hab Durst. Trink ruhig, stört wahrscheinlich eh keinen. So. Wo ist ein Osmium? Osmium? Osmium müssten wir in Babel haben. Ah, und ich suche die ganze Zeit oben. Ja, du, hallo? Ja. Ab Osmium. Das ist noch alles, was schon noch viel, was wir hier verarbeiten müssen. Ach ja, noch ein weiterer Grund, warum wir auf jeden Fall Gravtech machen werden. Gibt ja noch Erze, die wir nicht über Mechanismen verarbeiten können. Wie Galena, Bauxit, was haben wir noch? Ich glaube, Uran geht nicht. Tetrahedrit. Also da ist schon noch einiges. Ich schaue derweil nochmal bei der Segmel, ob die mit dem Kohleerz durch ist. So. Da waren eben. Ja. Da war eben, glaube ich, ein Stack drin. Kann auch sein, dass da sogar zwei Stacks drin gelandet sind. Und ich muss sagen, das Ergebnis ist schon besser als über Mechanismen. Über Mechanismen würde man das Ganze nur verdoppeln. Hier haben wir aus einem Kohleerz drei Kohle rausgeholt. Also, immer schön in den NDI nachgucken, wo das Verhältnis besser ist. Was muss ins zweite rein? Redstone, oder? Für was jetzt? Nee, warte mal, das war was anderes. Für Stahl muss da was rein? Stahl muss Kohle rein. In das zweite auch? Stahl war Kohle und Eisen. Dann hast du Enriched Iron und das geht dann nochmal mit nochmal Kohle, noch eine Metallurgic Infuser für Steel Dust. Und da kommt jetzt Eisen dazu, oder? Bei dem Enriched Iron kommt noch Kohle dazu. Also beides Mal kommt Kohle dazu. Ach so, warte, bevor du es da rein tust. In den zweiten kommt es jetzt. Ich muss eigentlich noch Kohle holen. Soll ich gleich zwei Stacks mitbringen? Ja, ne? Ja. Versuch noch gerade das. Kohle. Kann in den anderen auch schon Kohle rein oder hast du da besondere Pläne vor? Warte mal kurz. Funktioniert. Ja, es funktioniert. Schau mal in die Kiste. Ah, okay. Ach ja,
Da haben wir uns auch noch gerade gesehen, wir haben hier auch die Speed-Upgrades reingehauen, dass die Maschinen schneller arbeiten. Ich kann mal ja gerade eins rausholen. So teuer sind die nicht. Osmium das, 42 Alloy und Eisen, Glas. Achso, jetzt kannst du auch im ersten weiterherstellen. Wenn du im ersten was reintust, wird es automatisch in den zweiten weitergeleitet. Ah, okay. Hoffe ich jetzt mal. Ah. Gut. Ah, komm, nehmen wir das Eisen mal auch raus. Wir brauchen gerade mehr Kupfer. Aber was halt wirklich immer noch nicht geht, ist über. Jetzt ist da schon wieder das Hydrogen voll. Bei wie viel Prozent ist sein Jetpack? Wie viel ist da noch drin? Meins ist noch ziemlich voll. Wie viel ist da drin? 21.000. Leg rein, dass wir so aufgefüllt werden. In den Electrolytic Separator. Wir können uns auch, glaube ich, dann schon gleich den nächsten Gastank machen. Kannst du dich dann gleich mal drum kümmern? Um den nächsten Gastank? Ja. War nicht. Ah, jetzt funktioniert's. So, jetzt wird's auch wirklich weitergeleitet. Das schaut sich aber gerade hier jetzt an. Habe ich irgendwas umgestellt? Auf den Chat? Oh. Gut. Ja, man sieht wieder, wir sind richtig gut für die Aufnahme vorbereitet. Was sagten unsere Schnelli da? Wow. Okay. Du weißt doch, dass wir so riesengroßen Zinnmangel haben, ne? Ja. Wir haben 58 weitere Zinn. Oh. Jetzt sind wir 1400. Ja. Wie sieht das hier aus? Ah, Ebene 46. Passt. Worüber ich mich ja momentan ein bisschen informieren bin. Nein, lieber kein Minecraft-Mod mal, weil was ganz anderes. Nämlich übers Klarträumen. Hab ich auch schon davon gehört. Also, das scheint mir mal eine echt interessante Sache zu sein. Weißt du, worum es geht? Ah, jetzt funktioniert's. Ja, jetzt funktioniert's endlich. Sehr gut. Um was geht's denn? Klarträumen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sich selbst in eine Trance zu versetzen, um einen eigenen Traum zu bestimmen. Na, schaffen tue ich das. Also, ich hatte mich mal darüber informiert und es ist möglich. Also, ich hatte es wirklich schon mal geschafft. Also, ich konnte oh, da wirklich. Oh, der Master hier. Ja, das ist aber auch eine schwierige Sache. Also, dass das über mehrere Wege geht hat. Weil man muss sich erstmal ein paar. Ein bisschen informieren, was überhaupt ein Traum ist und alles. Welche Phasen es vom Schlaf gibt. Also, vom Traum und alles. Also, das ist echt schon Wahnsinn. Ich kann mal gucken, wenn ich es nicht vergesse, versuche ich mal einen Link in die Beschreibung reinzuhauen. Wer sich mal darüber interessiert, weil es ist mal eine Alternative zum normalen Träumen schon. Bloß weißt, wie ich das teilweise wirklich sehe. Wie? Man kann es auch mal ab und zu machen, bloß man sollte es nicht dauerhaft machen, weil man verliert halt dann gern mal den Blick zur Realität. Ja, bin ich ehrlich. Tust du in der Schule auch. Ja, okay, das ist eine andere Sache. Habe ich das rausgeholt?
Ah ja, klar. So. Das heißt, ja, die nächsten Blocks. Was wir uns auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme hoffentlich mal anschauen können, ist ja den Digital Miner. Oh ja, davon haben wir schon viel gehört. Trivolo. Ja. Aber ich habe mir das auch mal im Mechanismen-Wiki angeguckt. Das ist auch echt eine geile Maschine. Wenn man den, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Cobblestone zuführt, ersetzt er die Erze in der Erde durch Cobblestones. Das ist eigentlich ganz gut. Und man kann es halt so machen, dass die Erze dann auch mit Silkslash abgebaut werden. Und Cobblestone haben wir, glaube ich, genug. Ich halte gerade nur für zur Info dezent meinen Mauszeiger auf den auf die 5 auf die 7,5-fach kompressten. Ah, kein Ding. Ja, das werden wir irgendwann auch nochmal richtig ausbauen. Wir müssen uns wie auch hier unser Imperium, der aus Cobblestone aufbauen. Wir wollen es ja mal endlich schaffen, den Achtfach Kompressen zu haben. Obwohl ich es ja wirklich über Vize-Beast schon mal geschafft hatte. Über Unleashed. Ja, komm schon, da habt ihr auch ein bisschen übertrieben. Ja, okay, ich hatte aber auch einen Bug ausgenutzt. Weißt du, was das für ein Bug war? Was? Kennst du noch die Dartcraft Pipes? Ja. Wenn man zweimal eine Dartcraft Pipe hintereinander gesetzt hat, die flutschen ja gerne mal durch, dann werden die Cobblestones quasi zweimal gespeichert. Das heißt, sie, du verdoppelst so gesehen die Cobblestones. Es ist mies. So, ich habe gerade kein Essen mehr. Nehmen wir mal Spaghetti und Meatballs. Da hat gerade einer angeklopft, oder? Da ist er. Gut. Na, noch einen runter. Ach ja, der Grund, warum wir noch nicht komplett die Erze fertig gemacht haben, sollte, glaube ich, klar sein. Wir wollen halt noch nicht so wirklich so viel machen, weil es geht ja noch mehr und wir wollen alles. Was wir auch mal gucken müssen, vielleicht können wir demnächst nochmal mit Street aufnehmen, weil ich würde mich gerne mal über Hydraulikwerte informieren. Soll auch ein ganz guter Mod sein. So, jetzt bin ich schon wieder weiter am Craften, aber wir sind ja jetzt schon beim Top-Layer. So, der Top-Layer besteht aus einem Ring. In den Ecken kommen Advanced Solar Generator, ein Selenation Controller und fünf Selenation Blocks. Fünf? Warte mal. Passt das denn überhaupt? Entweder wir sind wiedergefunden im Mechanism Wiki oder. So, ein Controller brauchen wir. Das sind vier Control Circuits, zwei Steel Casings und ein Block of Copper. Ja, Copper Block. So, Cobblestone könnte ich mal gerade ablegen oder brauche ich. Habe ich nicht nachguckt? Brauche ich mal dafür irgendwas? Nö. Gut. Sehr gut. Den Stil, das muss man jetzt eigentlich nur noch in den Jo. Smelter reinhauen, oder? Genau, dann kann das halt in irgendeinen Ofen reinschmeißen. Achso, wenn du Shift-Linksklick machst, um irgendwas in die Maschinen reinzutun von Mechanismen, dann hast du die Erze im Prinzip verdoppelt. Ach, die werden dann unten angezeigt. Aber es ist